Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem diesjährigen Solon-Panel. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ganz besonderen herzlichen Dank unseren Panelisten heute. Nachdem wir in den vergangenen Jahren vor allen Dingen auf Medienangebote und Nutzertrends geguckt haben in unserem Panel, wollten wir dieses Jahr noch einmal in das Werbegeschäft einsteigen und beim Werbegeschäft dann auch gleich ins Herzen, in die Schaltzentrale und mit Ihnen und unseren Panelisten heute über die Zukunft der Mediaagenturen sprechen. Mediaagenturen wickeln einen ganz, ganz überwiegenden Teil des Werbemarktes in Deutschland ab. Sie stellen damit eine Kernkomponente, einen wesentlichen Einflussfaktor in unserem Medienmarkt dar. Und solange der sich weiter verändert, wir neue Angebote sehen, wir verändertes Nutzerverhalten sehen, die technische Basis dieses Marktes ständig neue Möglichkeiten bietet und auch die Werbeindustrie selbst mit neuen Werbeformen, dem Content-Marketing, neuen Agenturmodellen, dem wachsenden Trading-Geschäft, vielleicht zukünftig auch stärkeren Direktbuchungen auch in TV. Solange all dieser Wandel besteht, wollen wir doch einmal schauen, ob wir in der nächsten Stunde weiterkommen zu einer gemeinsamen Prognose, wo denn die Mediaagenturen so in 5 Jahren stehen. Um der Diskussion ein ganz klein bisschen den Weg zu bereiten, haben wir einmal 4 durchaus sehr archetypische Zukunftsszenarien für den Agenturmarkt zusammengebaut. Das Einfachste ist immer, es bleibt einfach alles so, wie es ist. Das Zweite ist ein Szenario, das stark davon geprägt ist, dass Kreation und Planung zusammenwachsen und damit auch den Agenturmarkt verändern. Im 3. Szenario verzichten wir auf die Agenturen einfach und Algorithmen und kleine schwarze Boxen übernehmen das. Und im letzten Szenario sagen wir Agenturen, ja, die gibt's, aber die sind irgendwie anders. Fangen wir mit dem 1. Szenario an. Das derzeitige System bleibt bestehen. Und wenn wir hier das derzeitige System ansprechen, dann meinen wir damit ein System, wo insbesondere die großen Agenturen ganz wesentlich von Agenturen in ihrer Budgetallokation beraten und betreut sind und ein erheblicher Teil dieses Budgets an die großen TV-Vermarkter geht. Da spricht einiges für, dass das genau so ist. TV hat gerade in den jüngeren Zielgruppen, und das sieht man jetzt schon dann auch, dass sich das so ein bisschen durch die Zielgruppen durchwächst, eine überwiegend noch wachsende, also in den jungen Zielgruppen langsam sinkende, aber in Summe noch leicht wachsende, durch die vielen alten Menschen geprägt Nutzungsdauer. Die TV-Reichweite nimmt ab. Sie ist nicht mehr ganz so groß, wie sie noch vor 5 oder 10 Jahren war. Nichtsdestotrotz ist TV immer noch ein bisschen der Reichweitenweltmeister und TV-Spots sind immer noch mit das stärkste Einzelmedium, was gebucht werden kann, um Impact zu erreichen. Zum Zweiten, überall da, wo wir eine Anpassung von Werbebudgets an verändertes Nutzungsverhalten gesehen haben über die letzten 20, 30, aber auch über die letzten 5 Jahre, sind diese Adaptionen wahnsinnig langsam verlaufen. Der Printmarkt mag die letzten Jahre stärker und deutlicher gelitten haben, aber insgesamt genommen 35 Jahre, nachdem das kommerzielle Fernsehen seinen Siegmarsch angetreten hat, 15, 17, 18 Jahre, nachdem online angefangen hat, ernsthaft Budgets auf sich zu ziehen, sind da immer noch fast 7 Milliarden Euro. So ganz disruptiv wird also auch TV wohl nie leiden müssen. Zu guter Letzt, und das Dritte halten wir mit für das stärkste Argument, haben wir da auch ein sehr deutlich sich selbst stabilisierendes System. Wir haben Agenturen, die als Exklusivpartner im Wesentlichen von Vermarktern auftreten können, die ihrerseits Budgetallokationen maßgeblich mit beeinflussen und die in diesem System, so wie es jetzt gerade ist, beide ganz ordentlich leben. Man kann also davon ausgehen, dass so wie in der Vergangenheit die ein oder andere Veränderung, das Trading-Geschäft, was ins TV-Vermarktungsgeschäft Einzug gehalten hat, all diese kleinen Veränderungen hat es immer noch weggesteckt und hat stabil gestanden. Unser zweites Szenario, hatten wir gesagt, ist das Szenario, dass der Agenturmarkt wesentlich dadurch geprägt ist, dass Kreation und Planung zusammenwachsen. Das geht damit los, dass die Kreation davon profitiert, sich viel dynamischer verhalten kann als vor mehreren Jahren, weil wir ja ständig optimieren können. Es ist nicht mehr Fire and Forget und wenn die Kampagne gelaufen ist, ein halbes Jahr später kann man irgendwas
testen, sondern wir kriegen viel schnelleres Feedback. Wir können viel mehr Engagement testen und Content kann als Targeting-Tool eingesetzt werden, um Zielgruppen zu erreichen, um Bedürfnisse zu ermitteln und zu schaffen und kommt insgesamt auf eine sehr hohe Effizienz für freiwillig konsumierte Botschaften. Die Planung andererseits steht vor der Herausforderung, immer mehr Kanäle in einer Planung berücksichtigen zu müssen. Es gibt einfach viel mehr Kontaktmöglichkeiten, wie Werbetreibenden mit ihren Nutzern in Kontakt treten können. Und immer häufiger werden Kampagnen nicht in so einem abends Fernsehen, morgens Billboard, nachmittags im Supermarkt, sondern über viel mehr Kontaktstufen nacheinander geplant. Es wird Engagement aufgebaut, es werden Themen platziert, es werden Communities aufgebaut. Da ist eine Kreation ein wertvoller Bestandteil auch in der Planung. Zu guter Letzt gibt es einzelne Zielgruppen, die über die ganz klassischen Medien tatsächlich gar nicht mehr erreicht werden können, die sich abschotten, die mit Adblockern Botschaften, die sie nicht freiwillig konsumieren, ganz gezielt ausblenden können. Das Szenario wäre am Ende eins, wo Kreation und Planung sehr eng miteinander verwoben, auch irgendwie aus einer Hand kommen und eben in einem sich ständig adaptieren, das, was sie mit ihren Kampagnen über ihre Mediaflächen draußen erreichen, beides die ganze Zeit monitoren können und dann auf die Performance hin optimieren können, sowohl was Kreation als auch was Planung angeht. Wenn wir schon dabei sind, dass so viel auf den Daten basiert, dann könnte in einem Szenario 3, was zugegebenermaßen die eine oder andere Voraussetzung hat, ja der Werbekunde auch gleich sagen, ich schaffe mir dafür einen Algorithmus und ich umgehe die Mediaagentur direkt und buche direkt. Dafür wäre als Voraussetzung noch zu schaffen, dass nicht nur Teile des Online-Inventars, sondern auch das gesamte Offline-Inventar, das ganze TV-Inventar über Exchanges in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger real-time buchbar sind. Es bräuchte KPIs, die wirklich kanalübergreifend funktionieren, um auch kanalübergreifend eine Allokation vornehmen zu können. Der ein oder andere arbeitet daran, aber so richtig hat sich noch keine neue Ad-Currency durchsetzen können. Die verschiedenen Daten müssen in diese Buchungen dann Einfluss finden können. Das ist derjenige Teil, wo zumindest die Voraussetzungen wahrscheinlich schon am meisten gegeben sein werden. Zu guter Letzt muss ein Real-Time-Performance-Monitoring stattfinden. Das ist wahrscheinlich derjenige Teil, wo vor allen Dingen auf Seite der Werbetreibenden noch am meisten Hausaufgaben zu erledigen wären. Aber dann ist durchaus vorstellbar, dass man sagt, es gibt eine kleine Maschine, die tut das und wir brauchen nicht wirklich noch einen Intermediär. Unser viertes Szenario soll alle, die den Atem kurz angehalten haben, als kleine schwarze Maschinen alles übernommen haben, ein wenig beruhigen. Die zuvor schon angesprochene steigende Anzahl an Customer Touchpoints, das also nicht mehr nur 2, 3, 4 Medientypen, sondern eben eine ganze Vielzahl an neuen Kanälen offenstehen, schaffen natürlich wahnsinnig viel Komplexität. Solche mehrstufigen Kontaktflächen müssen auch erst einmal durchgeplant werden. Solange sich das auch immer noch ständig verändert, wird es ganz schön dauern, bis man so viel über reines Data Learning, Machine Learning geschafft hat, diese Dinge zu optimieren. Dann ist hoffentlich der Markt noch in der gleichen Struktur und nicht schon verändert. Das heißt, der ein oder andere Experte mag durchaus hilfreich dabei sein, so etwas zu planen. Auch innerhalb der Kanäle sehen wir ja eine zusätzliche Fragmentierung. Der eine ProSiebenSat.1 Inhalt ist eben nicht mehr nur auf dem einen Sender, sondern vielleicht auch auf verschiedenen Sendern und Nischensendern, die innerhalb der Gruppe entstehen, zu finden. Die gleiche Sendung kann gebucht werden auf ganz verschiedenen Plattformen, innerhalb des Hauses, aber teilweise eben sogar auch außerhalb des Hauses. Buche ich eine Umschaltwerbung bei Satu, kann ich Inhalte über YouTube buchen oder gehe ich auf ein HBB-TV für Replay. Auch das zahlt wieder ein auf den Bedarf an Komplexitätsmanagement, auf den Bedarf an echtem Expertentum in der Planung dieser Ketten. Zum anderen, und das erscheint zunächst ein bisschen paradox, obwohl wir so viele neue zusätzliche Angebote und Plattformen haben, haben wir doch eine massive Inventarkonzentration über den Gesamtmarkt, aber auch für die einzelnen Kanäle. Social Media über irgendwen zu buchen, ist gar nicht so einfach. Da gibt es einzelne Globale, die das Geschäft in einzelnen Segmenten bestimmen und die machen es vielleicht ganz attraktiv für den einen oder anderen, dass es da auch auf der Käuferseite eine gewisse Konzentration und Bündelung gibt in Form eines Agenten. In Szenario 4 glauben wir also, es gibt am Ende vom Werbekunden aus gesehen eben doch ein starkes Interesse daran, einen echten Agenten zu haben,
einen, der mit einer guten Interessenskongruenz die Interessen nach draußen vertritt. Frage ist, ist das die Agentur, die heute eine starke Agentur ist? Ist das dasjenige Modell, das am besten funktioniert? Oder entstehen neue Arten, neue Formen von Beratern in diesem Markt, die dabei helfen, Komplexität und Anbieterkonzentration zu managen? Das sind unsere vier Szenarien. Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam darauf, das mit unseren vier Panelisten, die als Repräsentanten von möglichen Hauptgewinnern eines jeder dieser Szenarien hier heute bei uns sind, und Herrn Storch, der als der Mann mit dem Geldtäschchen, der dann als Schiedsrichter am Ende auftreten kann und sagen kann, was denn die Werbetreibenden glauben, welches dieser Modelle für sie am besten funktioniert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Liebe Panelisten, Markus, wenn uns die Gäste bitte vorstellst. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Solon Panel, auch von meiner Seite. Die vier Szenarien waren natürlich vielleicht extrem, vielleicht etwas schwarz-weiß, aber wir versuchen das doch sehr komplexe Thema entlang dieser vier Szenarien mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Und wenn ich sage, mit Ihnen gemeinsam, freuen wir uns natürlich, wenn wir auch ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen. Normalerweise ist das immer relativ schwach, aber ich werde zum Ende Sie nochmal auffordern. Und wenn Sie zwischendrin mal eine große Frage haben, Andreas, du zum Beispiel, du guckst schon so aktiv, dann freue ich mich, wenn Sie diese Frage stellen. Wir legen los, wir haben nicht viel Zeit. Ich fahre mit dem Panel an und möchte Ihnen zunächst Sabine Eckert vorstellen. Sabine, schön, dass du da bist. Wenn Charme auf Kompetenz und Durchsetzungskraft trifft, dann ist es immer was Besonderes. Und deswegen freue ich mich, dass Sabine da ist. Bitte Sabine. Sabine ist Chief Commercial Officer der Also eine Visitenkarte reicht jetzt, glaube ich, nicht. Chief Commercial Officer ProSieben Sat.1 Media SE. Sie ist Geschäftsführerin der Savoir Media, also des Vermarktungsarmes der ProSieben Sat.1 Media AG. Geschäftsführerin der 7-1 Ad Factory und Geschäftsführerin von ProSieben Sat.1 Licensing. Schön, dass du da bist. Als nächstes freue ich mich auf Gregor Vogelsang. Gregor Vogelsang hat offensichtlich nicht nur den gleichen Kleidergeschmack wie ich, was mich sehr freut, sondern er ist auch Geschäftsführer der Content-Marketing-Agentur C3, wird uns später nochmal erklären für diejenigen, die noch nicht wissen, was es ist, was die genau tun. Er ist dort für Strategie und Internationalisierung verantwortlich. Schön, dass du da bist, Gregor. Dann freue ich mich auf einen bis dato Exoten in dieser Runde, vielleicht sogar Rebell, ich weiß noch nicht genau, wir werden es hören, in jedem Fall ein Corporate Entrepreneur. Es ist Herr Dr. Wolfgang Feist, er ist Founder, also Gründer und Head auf SAP Exchange Media. Feist, schön, dass Sie da sind. Dann freue ich mich schließlich auf ein Schwergewicht der Branche, alles sind Schwergewichte, auf ein Schwergewicht der Branche, Christoph Baron, langjähriger Chairman Deutschland und CEO Osteuropa bei Mindshare und seit 1.10., wenn ich das Datum richtig recherchiert habe, geschäftsführender Gesellschafter bei der Agentur Pilot in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind, Herr Baum. Und last but not least, der Mann mit den Taschen, das haben wir schon gehört, der Freund meiner Kinder, aber nicht der Freund meiner Frau, nämlich der stellvertretende Direktor Head of Media Germany bei Ferrero. Schön, dass Sie da sind. Also Sie sehen, wir haben versucht, zu jedem dieser Szenarien zumindest mal eine Zuordnung zu machen. Wir werden natürlich gleich hören und sehen, dass diese Zuordnung so nicht stimmt, dass die Wahrheit ganz woanders liegt. Davon gehe ich mal aus. Und Herr Storch ist der Schiedsrichter, der wird uns sagen, wer gewinnt und wer verliert und wo. Ja, vielleicht kommen wir ja heute ein bisschen näher. Es ist ein komplexes Thema, klar, wir versuchen es so einfach wie möglich zu organisieren, damit Sie auch in kleinen Häppchen mitmachen können. Wie gesagt, mitmachen meine ich wirklich ehrlich. Also wenn Sie eine Frage haben, ich sehe Sie bei dem Licht zwar nicht so gut, aber da müssen Sie vielleicht einfach rufen und sagen, ich habe da mal eine Frage. Und dann machen wir das auch. Sabine, vielleicht zum ersten Szenario. Das erste Szenario, alles bleibt, wie es ist. TV bleibt weiterhin stark. Eine Art Leitmedium im sich selbst stabilisierenden System zwischen Agentur und TV-Vermarkter. Ein bisschen provokant, aber so ist es halt. Wenn wir sagen, das sind zwei Oligopole, die gehen sich ja jetzt nicht im Weg um, sondern gemeinsam können sie den Markt ja
durchaus machen. Das sind ja Market Maker. Wenn das nicht so wäre, wenn diese freundliche Koexistenz ist falsch, aber die Freundschaft zwischen Agentur und TV-Sender nicht so eng wäre, das Rabattsystem nicht so etabliert wäre, hätten wir dann heute auch 4,3 oder 4,4 Milliarden TV-Werbung im Markt? Ist natürlich, du bist bekannt für deine provokanten, schwierigen Fragen. Insofern versuche ich es einfach mal damit zu beantworten, dass ich glaube, dass der Rohstoff, die Währung, das Produkt TV, wie auch immer man es nennen will, ein Produkt ist, was benötigt wird im Markt. Und von wem dieses Produkt eingekauft wird, ist letztendlich die Frage, auf die du hinaus willst. Also wird es über die Agentur oder über den Kunden eingekauft? Ich bin fest davon überzeugt, dass es weiterhin in der Größenordnung erworben wird, weil es nun mal funktioniert, sonst würden die Kunden es nicht einkaufen. Ich versuche es mal schlichter darzustellen. Zweiter Punkt ist aber auch, dass wir sagen müssen, wir haben über 800 Werbetreibende in Deutschland. Wir haben in den letzten 10 Jahren TV-Werbekunden, völlig richtig. Das sind erstmal nur TV-Werbekunden. Und wir haben in den letzten 10 Jahren um die 3000 Produkte mehr in der Bewerbung im TV als in den letzten 10 Jahren gesehen. Diese Komplexität zu managen, wir haben es ja auch gesehen an den Charts, und diesen Einkaufsprozess letztendlich auch transparent für den Kunden in einer Beratung zum Kunden aufzugleisen, ist die Aufgabe der Agentur. Das wird nicht einfacher, das wird schwieriger. Und wir sehen auf der anderen Seite, letzte kleine Statistik aus dem Haus, wir haben pro Jahr zwischen 140 und 150 Neukunden, die reinkommen, wovon ein Drittel sozusagen am Anfang es erstmal selber ohne Agentur versucht und in der Regel sie in 2 Jahren dann doch zu einer Agentur gehen, weil sie sagen, okay, ich brauche letztendlich jemand, der mir die Komplexität managt, jemand, der auch als neutraler Berater mich berät über andere Kanäle. Das spricht alles dafür, dass es jetzt erstmal so bleiben wird, aber es wird natürlich ein größerer Druck für alle Seiten, sich organisatorisch neu aufzustellen. Für Kunden, für Agenturen und auch für uns als Vermarkter. Sabine, vielen Dank. Die Frage kann nicht schwer genug sein. Du hast immer eine gute Antwort drauf. Freut mich. Du hast schon gesagt, es funktioniert. Herr Storch, jetzt gehe ich gleich mal zu Ihnen rüber. Über 70% des Geldes, was Sie in Ihrer Tasche haben, Werbegeldes, wird auf TV allokiert. Funktioniert es denn wirklich so gut? Oder würden wir jetzt sagen, und nein, wir wollen jetzt keine Wirkungs- oder Vergleichbarkeitsdebatte starten. Aber funktioniert es denn wirklich so gut? Oder ist es nicht einfacher, ich nehme das Geld und gebe es auf digitale Medien, wo ich instantan weiß, was passiert ist, ich instantanes Feedback habe und genau weiß, es war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich. Warum sind 70% Ihres Volumens immer noch auf TV allokiert? Warum machen Sie es nicht umgekehrt? Ja, weil 70% im TV funktionieren noch gut. Das bedeutet aber, 30% funktionieren nicht mehr. Und die ganz andere Frage ist, ob ich zu viel Geld bezahle für die Leistung, die ich im TV habe. Das zurückzukommen zum ersten Chart mit diesem... Man hat sich quasi eingegruft in das System und Blomkamp hat vor 5 Jahren mal gesagt, eigentlich sind die TV-Preise viel zu hoch, gemessen an der abnehmenden Leistung. Aber immerhin machen sie noch 70%, wenn es wirklich so teuer ist. Dann ja, weil wir 70% als relevant erachten und nicht Budgets weiter umschiften können, weil dann würde ich Leistung verlieren. Aber dennoch muss ich reklamieren, dass ich dafür zu viel Geld bezahle. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber hat das auch ein bisschen was vielleicht mit Rechtfertigung zu tun, wenn ich sage, ich investiere 70% bei ProSiebenSat.1, dann fragt eigentlich keiner nach, das ist schon richtig. Während wenn ich sage, ich würde 70% bei Facebook investieren, dann haben Sie eine riesen Diskussion im Haus. Das investiert ja leider nicht bei uns, muss ich ja schon noch korrigieren. Außerdem müssten Sie mal in meinen Schuhen sitzen. Also wir müssen jeden einzelnen Mediaplan rechtfertigen. Wir haben heute so viele verschiedene Stakeholder im Unternehmen, das ist nicht so einfach. Und die 70% verteilen sich auf 26 Marken. Wir haben ganz klare Marketing-Zielsetzungen, die wir kommunikativ erreichen müssen. Und wir werden immer besser. Wir sind nicht wahrscheinlich perfekt, aber wir versuchen, das besser zu machen. Damit müssen wir leben mit den Dingen, die wir haben. Ich habe leider nicht jeden Tag die wunderbaren Obstkuchen am Tisch, die ich bräuchte. Ich muss manchmal auch ganz schöne Hausmannskost essen, leider noch. Gerade im anderen Bereich. Ich auch. Herr Baron. Nein, ich würde ganz vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht noch mal, weil ja die These war, wir würden im Schulterschluss und wie siamesische Zwillinge mit den TV-Vermarktern durch die Lande ziehen und uns gegenseitig die Tasche voll machen. Finde ich ein bisschen herb.
Ich glaube, kaum jemand steht so sehr unter Kontrolle wie die Mediaagenturen. Und wir spielen ja keine Lotterie mit den Kundengeldern. So nach dem Motto, naja, da investieren wir mal dort oder dort, je nachdem, wo das meiste bei uns rausfällt. Dass die Wirksamkeit von TV in zig Studien unter Beweis gestellt wird. Ich will jetzt auch eine Studie, die ihr mal gemacht habt vor ein paar Jahren, der Guido. Aktuell gab es eine tolle Studie von der American Research Foundation, wo das Ganze nochmal sehr wissenschaftlich dargelegt wurde, über eine Zeitreihe von, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. TV ist hochwirksam, aber es geht gar nicht um TV oder Print oder was auch immer. Es geht um, wie wir Kommunikation. Und da spielen wir keine Lotterie oder tun so, naja, wo verdienen wir am besten? Das halte ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, ja, dass die Studie natürlich von ProSieben Sat.1 kommt oder von RTL. Dann nehmen Sie die American Research Foundation, weil das ist eine neutrale Branchenstudie und die ist wirklich gut, brillant. Aber nochmal zurückzukommen auf den Schulterschluss, weißt du, dass Sie das nicht mögen. Wenn wir mal das Mediasystem in Deutschland anschauen, aber auch in anderen Ländern, das ist ja im Gegensatz zu digitalen Systemen ein extrem lokales System. Exakt. So wie heute Fernsehen gebucht wird in Deutschland, so wird es in Schweden nicht gebucht, in Frankreich nicht gebucht, in der Türkei nicht gebucht und umgekehrt. Mhm. Ist diese Insel, diese lokale Insel, also maximal multilokal, aber es bleibt ein lokales Thema. Ist das auch einer der Gründe, warum, ob dieser Schulterschluss jetzt, ich habe übrigens nicht gesagt, dass es die Taschenform hat, ob dieser Schulterschluss jetzt so eng ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ist das nicht auch einer der Gründe, warum man in dieser lokalen Insel eigentlich gut weiter existieren kann, weil man von außen in dieser internationalen Vergleichbarkeit eben dasteht als Lokaler, der das eben nicht kann oder man im positiven Sinne nicht muss? Nee, ich würde die Frage andersrum beantworten wollen. Erstmal, alle Märkte sind in allen Medien unterschiedlich. Die einzige Ausnahme ist der Digitalbereich, aber auch nur dort auf ein paar Ökosystemen. Facebook, Google, Amazon, Zukunft, Snapchat. Wen haben wir noch als relevanten Player? Vielleicht mal WeChat, wenn es kommt. Ja, so. Die haben ein globales System. Ansonsten ist jeder Markt über alle Medien hochindividuell. Ja? Und da würde ich auch noch meinen Bogen, die Brücke spannen. Welche Rolle haben überhaupt die Agenturen? Wenn die Werbungtreibenden diese Funktion der Agentur auf die Werbungtreibenden übertragen müssten, Leute einstellen, Systeme und alle, die ganze Infrastruktur dahinter, das wäre so teuer, ich glaube, da wären viele Werbungtreibende nicht glücklich. Nicht wirklich. Nein, da bin ich bei allem Respekt. Wenn die Großen, die Sie genannt haben, Google, Facebook, damit hat man natürlich schon, ist es nicht zu unterschätzen. Ja. 80% mittlerweile oder 75%. Genau, aber Sie haben 75. Gesagt, nur, aber das ist schon groß. Also das ist ja, schon, aber ist schon Sie müssen es ja gegenüber den Gesamtbillings rechnen und nicht nur gegenüber den digitalen Billings. Bei den digitalen Billings sind es irgendwo zwischen 70% und 80%, je nach Markt. Wenn Sie über Gesamt-Media-Billings rechnen, liegen Sie vielleicht bei 15% vielleicht global. Also man muss es ein bisschen relativieren. Schon verstanden. Ja? Kurz nochmal zur Vergleichbarkeit, dann hören wir auch auf. Herr Storch, im OWM, in der Organisation Werbetreibende im Markenverband, da fordern Sie ja schon seit längerem eine einheitliche Werbewirkungsmessung zwischen Online und Offline. Da gibt es immer die Diskussion mit Facebook und YouTube, die da nicht mitmachen wollen. Die Facebook angeblich weist viel zu hohe Zahlen aus. Ist das ein Thema, was nur zwischen Online und Offline, also zwischen Facebook, YouTube und dem Rest stattfindet? Oder haben die Sender nicht wirklich Interesse daran, dass man eine einheitliche Werbung findet? Also ich glaube, das sind zwei Sätze. Einmal, wir wollen die Währung haben, das geht einfach um die Quantitäten und dann die Wirkung, das ist das zweite Thema. Kommen wir erstmal zur Währung und hier, glaube ich, sehen die Fernsehschaffenden inzwischen so weit, dass sie verstanden haben, dass sie ja den Content-Lieferant sind und das lineare Fernsehen ja nur eine von verschiedenen Varianten ist und die müssen einfach erkennen, dass ihr Content auf verschiedenen Abspielgeräten in die Messung beinhaltet werden muss, damit sie es eben kapitalisieren können. Denn was verkauft YouTube zum Teil? Sind ja zum Teil auch Schnipsel aus diesem Content-Produktion der TV-Anbieter. Ich glaube, das haben die TV-Leute inzwischen verstanden. Unterschiedlich natürlich nach Sendergruppen
und nach politischen Einflussmaßnahmen. Aber ich glaube, da kommen wir schrittweise voran. Wir als Markt fordern, dass man integrierten Qualitätsstandard hat, eben in der Bewertung dieser Quantitäten. Und da kommen wir voran. Aber auch da, die Amerikaner sind auch nicht so, dass sie nur einen Knopf drücken müssten. Wir erleben ganz stark, wie Google sich schwer tut. Und dann kann man nicht nur immer die AGF blamen, sondern muss man auch sagen, was Google leisten kann und nicht tut. Wir fordern einheitliche KPIs, aber das geht weiter. Wenn Seven Media macht jetzt diesen Stehlen da, diese Bewegtbilder, auch das muss irgendwann integriert werden. Und da müssen Sender auch verstehen, was sie eigentlich anbieten. Follow the Content in allen Bereichen, da müssen wir eine Währung haben. Ob wir tatsächlich eine Währung hinbekommen, da müssen wir überlegen, wenn wir mehrere Silos haben, ob wir dann Konventionen in einem Scharnier bilden. Aber der Markt muss versuchen, Standardisierung weitestgehend zu schaffen. Herr Feist, Ihre Stunde schlägt demnächst beim anderen Szenario. Vielleicht ganz kurz, wenn wir gerade über Währung gesprochen haben, das Thema KPI ist datengetrieben, wo Sie sich ja durchaus tummeln. Ist das das Gegengewicht zu der alten Diskussion um Volumina und Rabatte? Wird es wirklich KPI getrieben aus Ihrer Sicht alles werden, aber auf Ihr großes Szenario kommen wir noch, aber ganz kurze Antwort darauf, wo wir jetzt schon mal bei Messung waren. Also am Ende geht es ja um die Messung, wenn der Marketing-Medienverantwortliche sich gegenüber dem CFO rechtfertigen muss, was kam am Ende raus? Und da geht es nicht nur um Klicks, sondern da geht es am Ende um inkrementelle Mehrverkäufe und um Sales und um Conversion und letztendlich um harte Zahlen, Daten, Fakten. Und deshalb ist unser Ansatz, das miteinander zu verbinden und am Ende den quasi Return on Investment kalkulierbar zu machen, damit der Marketier sich gegenüber dem Finanzer, der vielleicht gar keine Ahnung hat, was diese ganzen Online- und Offline-Währungen denn so bedeuten und eigentlich nur seine Zahlen, seine Umsätze und seine Kosten und seine G&V versteht, damit man dem eben artikulieren kann in seiner Denkwelt, was die Investition, das Budget vom Herrn Storch, was das wirklich bringt. Jetzt lassen wir es mal als Cliffhanger hier stehen, weil es geht gleich noch weiter. Ich würde gerne da nochmal kurz einhaken. Also natürlich ist es momentan das große Thema zu sagen, Conversion, nämlich Abverkauf, ist letztendlich der Haupttreiber. Wir sehen das auch bei vielen jungen Unternehmen, ich sage einfach mal Startups, aber auch Mittelstandsunternehmen. Es gibt aber auch noch zwei weitere Währungen. Ne? Das eine ist Awareness, nämlich Branding, ein langfristiges Invest. Wie bitte? Brand Equity. Brand, ja genau. Yeah, als langfristiges Invest in eine Marke, und das ist ja nun nichts Neues, sondern das macht man schon seit jeher, schon vor den 60er Jahren. Und das zweite oder das dritte Ziel ist etwas, was bei vielen Werbetreibenden zusätzlich aufkommt, und das ist das Thema Engagement. Also wir haben drei Ziele. Wir haben Branding oder Awareness, wir haben Engagement, das Thema, und wir haben das Thema Conversion und Sales. Und was ich ein bisschen kurz gegriffen finde, und das ist letztendlich auch was, wo ja auch C3 stark unterwegs ist, ist zu sagen, okay, Sie machen Content-Marketing-Ansätze, die nicht hauptsächlich nur auf Abverkauf zielen, sondern letztendlich auch auf Branding- und Awareness-Themen. Und da, glaube ich, muss man nochmal reingucken, dass wir jetzt nicht nur in die Debatte kommen, wie viele CPOs habe ich, wie günstig kann ich das einkaufen und wie bewerte ich das? Da würde ich nämlich auch ganz gerne ergänzen, weil vieles, was momentan in diesem Bereich datenbasiert oder die Customer Journey, die diskutiert wird, muss eigentlich immer davor gepackt werden, die Digital Customer Journey, der Digital Content, der Digital, weil klar, da ist es einfach, die Dinge miteinander zu vernetzen. Ja? Aber sobald es darum geht, wirklich diesen gesamten Kosmos abzubilden, den gesamten Kosmos der Kommunikation, welche Wirkung hat TV? Was sind die Langfristeffekte? Wie baue ich Brand Equity auf? Oder wie kriege ich. Also heute Morgen wieder, da werde ich mal ganz hektisch bei dem Thema, weil heute Morgen Adobe-Papier bekommen. Adobe ist ja auch sehr stark unterwegs in diesem. Und es wird immer verkürzt auf das Thema Digital. Ja, und ich glaube, und ich bin ein Fan von datenbasierten Modellen, aber es ist verdammt schwer, im Grunde alle Welten zusammenzubringen und das so automatisiert darzustellen, das ist schwer. Und da ist mir heute Morgen noch ein anderes Papier irgendwie entgegengesprungen von Forrester, und das hat einen tollen Titel, How Dirty Is Your Data? Lohnt sich zu lesen, dieses Papier, um einfach mal ein Verständnis zu bekommen, dass es eben nicht so profan ist, diese Dinge einfach so zu verbinden. Ja?
Also das war fast schon das Schlussplädoyer. Auf das kommen wir aber noch. Aber wir werden zu dem Thema Daten und Dirty Data gleich noch kommen. Mach aber noch mal eine Schleife und danke Sabine für die Vorlage zu Gregor Vogelsang. Wenn wir zurück in die 60er Jahre, Marshall McLuhan, ein Kommunikationstheoretiker, heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat einen berühmten Satz gesagt, the medium is the message. Bis heute wird darüber diskutiert, was er eigentlich damit sagen wollte. Aber am Ende geht es ein bisschen in Richtung, Gregor, Content Marketing. Vielleicht, wir wissen zwar, denke ich, alle, was C3 macht, aber vielleicht kannst du uns kurz noch mal in wenigen prägnanten Worten sagen, was C3 wirklich macht. Und schon mal vorweg, warum sollte man als Werbentreibender in Content investieren? Das sieht ja extrem komplex aus. Das skaliert ja nicht wirklich. Das erfordert Arbeit. Da ist doch viel einfacher. Ich setze mich vor ein Planungstool und allokiere Budget. Warum soll ich sozusagen mir ganz schwere Gedanken machen und mit dir stundenlang über Konzepte und diskutieren? Allokiere es an den Menschen vorbei. Und allokiere es an den Menschen vorbei. Ja, wir haben C3 vor zwei Jahren, etwas unter zwei Jahren, aus der Taufe gehoben und haben das Unternehmen von damals ca. 20 Millionen und einem sehr deutschen, fokussierten, auch wenn man so möchte, durchaus noch aus dem Corporate Publishing kommenden Agenturunternehmen zu einem 100 Millionen Unternehmen gemacht, das mittlerweile in mehreren Märkten in Europa aktiv ist. Wir hatten damals vielleicht 30, 40 Marken als unsere Kunden, heute sind es weit über 100. Neben der Tatsache, dass wir über Akquisitionen gewachsen sind, sind wir jedes Jahr etwa 10% organisch gewachsen. Wir haben damals eine Wette abgeschlossen und die Wette war, dass Szenario 1 so nicht gilt, sondern dass sich etwas verändert. Und ob man nun sagt, das ist disruptiv oder evolutionär, darüber kann man streiten. Wir glauben, dass sich diese Entwicklung deutlich beschleunigt und deutlich beschleunigt hat über die letzten zwei Jahre. Und diese Disruption betrifft einerseits die Agenturlandschaft und andererseits die Art und Weise, wie Menschen mit Werbung umgehen. Und ich glaube, das kommt hier im Augenblick sehr kurz, aber man muss sich einfach vor Augen halten, und das ist die zweite Teil der Wette, worauf wir gesetzt haben, Menschen stimmen mit den Füßen ab oder mit den Augen. Ja? Und Menschen wollen nun mal auf Dauer keine störende Werbung. Das zeigen sie im Digitalen ganz eindeutig und das zeigen sie auch letztlich in ihrer Mediennutzung, indem sie von stark werbegetriebenen Plattformen wegmigrieren und sich anderswo orientieren. Es ist außerdem aus unserer Sicht recht naiv anzunehmen, zu sagen, wir setzen einen Stimulus in einem großen Medium wie Fernsehen und dann wird der Mensch schon kaufen oder er wird irgendwie Brand die Marke mögen oder was auch immer. Denn ich versuche das jetzt mal in den Worten eines Kunden von uns zu kleiden, ein Automobilhersteller, der eben unter anderem auch über das Thema Handel mit uns spricht und sagt, naja, was passiert in den Autohäusern? Die Leute kommen, treten aus dem digitalen Nebel in unsere reale Welt. Die sind besser informiert als unsere Verkäufer. Die wissen genauer, was sie wollen. Die haben hervorragende Vorstellungen darüber, was alles andere kostet, außer unser Auto. Sie beschweren sich über unseren Configurator, weil der Mist ist. Dann gehen sie wieder zurück in den digitalen Nebel und wir haben keine Ahnung, was sie machen. Der Zero Moment of Truth fängt nicht im Fernsehen an, der fängt im Digitalen an. Und Menschen da draußen informieren sich in durchschnittlich 18 Informationsquellen, ich folge hier mal Google, ja, bevor sie bestimmte Produkte kaufen. So, und insofern bin ich da auch gern bei Herrn Barrow und er sagt, naja, man muss das gesamte Kommunikationsverhalten im Zusammenhang betrachten, das ist absolut richtig, ja. Und da muss man halt einfach ganz deutlich sagen, der Zero Moment of Truth ist nicht mehr das Fernsehen, ist nicht mehr Print, ist digital. Und da müssen Sie sein. Und wenn das glaube ich nicht. Das glaube ich absolut nicht. Lassen Sie mich, da müssen Sie sein. Und wenn Sie das nicht sind, dann werden Sie da auf Dauer in der Tat nicht vorkommen. Ganz kurz noch. Also ich sag mal, Sie glauben es vielleicht nicht. Viele unserer Kunden glauben es. Insofern, können wir drüber gleich streiten. Referenzen bauen Sie ganz anders auf. Gleich lassen Sie Herrn Vogel sagen, bitte. Ich sage ja nicht, dass man das jetzt, sage ich mal, in Zukunft nicht, also dass man das jetzt zurzeit nicht so tut, aber man wird es in Zukunft anders tun. Und deswegen sagen wir eben, dass Inhalte einer der Wege sind, mit denen man das besser tut, weil es Menschen einfach interessiert. Und darüber hinaus sagen wir eben, am Ende des Tages muss man das gesamthaft betrachten. Insofern, wir glauben an eher eine Kombination von 2, 3 und 4 in Szenarien und weniger an 1. 1, dass alles so bleibt wie jetzt, halten wir für unmöglich. Ja? Wir glauben aber an 2, 3 und 4, weil, lassen Sie mich das noch ganz kurz ausführen, ich habe dann mein ganzes Feuer verschossen, sorry. Ja, da finde ich schon noch was. Weil, erstens, die Welt da draußen wird komplexer, auch für Sie, Herr Storch, und der Beratungsbedarf wird zunehmen, deswegen Agenturen als
als, also sag ich mal, Orientierung, Führungs- oder Agenturen, die für ihre Kunden diese Welt da draußen zerlegen und erklären, dass es besser ist. Als Makler der Kundeninteressen. Als Makler der Kunden, gerne. Ja. Zweitens, natürlich werden bestimmte Elemente der Wertschöpfung, die wir heute haben, traditionell haben, durch Digitalisierung und Technologien verändert. Jede Industrie ist durch das gegangen. Und bei jeder Industrie habe ich denselben Zyklus über 15 Jahre Berater gesehen. Zuerst, nö, da passiert nichts. Dann, oh, jetzt passiert was. Wir müssen uns unheimlich schnell verändern. Und dann haben sie es entweder geschafft oder nicht geschafft. Aber dass die Mediawertschöpfungskette angegriffen werden wird, oder angegriffen wird, ist aus meiner Sicht völlig klar. Das ist ja jetzt schon der Fall. Ja, ja. Das negiert ja keiner. Gregor, vielen Dank. Also ich weiß, warum ich so gerne wollte, dass du auf das Panel kommst, weil jetzt haben wir die Dynamik, die ich eigentlich haben wollte. Hier auf meiner linken Seite rumort schon ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, Herr Storch, fangen Sie doch schon mal an. Das Schönste ist es, wenn ich mich zurücklehnen kann und Sie weitermachen. Herr Vogelsang, in der Konsequenz, was Sie ausgeführt haben, teile ich absolut Ihre Einschätzung. Die Veränderung. Aber die Vorstellung, dass ich eine Markenpräferenz einzig und allein im Digitalen mache, halte ich für vollkommen falsch. Und das ist, kann man einfach... Und, darf ich Sie dann gleich unterbrechen? Das habe ich nicht gesagt. Und das meine ich nicht. Bei mir kam es anders. Wenn das so, okay. Also, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich sagte, das gesamte Kommunikationskonzert aller Kanäle muss betrachtet werden und konzertiert werden. Und deswegen, ich habe nicht gesagt, dass das nur im Digitalen passiert. Ja, ein Beispiel. Und was Frau Müller macht bei Opel gerade und ändert das Image von Opel, ist faszinierend. Und das ist nicht 100% digital. Und wir müssen nur erkennen, Kommunikation sind 1000 Themen und wir müssen überlegen, wie man Markenpräferenzen, Markenwahrnehmung, wie man ein Relevanz-Set der Konsumenten kommt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und dann wird sich alles disruptiv verändern. Da bin ich teile auch Ihre Einschätzung, wer kommt in den Laden von dem Autoverkäufer. Alles wird sich verändern. Die Modelle, alle 4 Beispiele. Ich glaube nur nicht, dass Punkt 3 funktioniert. Also, dass eine Maschine alles macht. Das glaube ich auch nicht. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Weil einfach eine Blackbox, das kann ich mir vielleicht heute nicht vorstellen, weil ich noch nicht an KI glaube. Komplett. Ja. Sind wir noch nicht bei 3? Nein, aber ich glaube, es gibt keine Linearität mehr heute. Man kann auch nicht sagen, der eine Konsument steigt dort ein und der andere Konsument steigt dort ein. Das ist ein komplett chaotischer Prozess. Und die Problematik ist im Grunde genommen, ich habe immer mehr Kanäle, die Zeitfresser, also im negativen Sinn Zeitfresser sind, also die Aufmerksamkeit der Konsumenten vereinen. So. Und ich muss alle in irgendeiner Form bedienen oder ich muss sie nicht bedienen, aber dann muss ich auch akzeptieren, ich vernachlässige eben dann auch bestimmte Konsumentengruppen. Aber wie gesagt, das ist kein linearer Prozess. Und wenn man mal die Customer Journey mal nicht auf 3 Stufen, sondern eher auf 5 oder 6 Stufen aufreißt und man identifiziert, naja, so knapp 100, 120 verschiedene Touchpoints, dann steigt der eine dort ein und der andere steigt dort ein. Und das nochmal sehr unterschiedlich auf jedem Level. Ja? Und ich sag mal, das ist, und deswegen glaube ich ja eher an das Szenario 4. Es ist ein so hochkomplexer Prozess geworden heute, erstmal zu verstehen, wie verhalten sich Konsumenten und wie konsumieren Konsumentenmedien, und das ist ja auch nicht eine statische Sache, sondern es ist absolut richtig, exponentielle Entwicklung von den ganzen Themen, und es wird ja täglich mehr und komplexer, und dann kommt plötzlich jemand Neues wieder rein und kommt in einem ganz anderen Modell, und da muss man, also jetzt, ich finde Snapchat gerade so faszinierend, wie die sich in den US entwickeln und die jetzt auch in Europa mit ihrem Angebot kommen, komplett eigene Logik, und dementsprechend glaube ich eben, die Agenturen müssen in ihrem Leistungsvermögen erheblich breiter werden. Sie müssen mehr beraten können. Aber sie müssen trotzdem Buying Power oder Leverage haben. Aber lassen Sie mich 2 Sachen sagen, und auch weil ich von Markus so freundlich unterbrochen worden bin in meinem Redefluss. Also ich glaube eben in der Tat an eine Kombination aus 2, 3 und 4. Der Beratungsbedarf wird zunehmen, weil die Welt da draußen wird komplizierter. Zweitens, Teile der Media-Wertschöpfung werden von Maschinen ersetzt werden. Ist so. Und damit geht auch ein Teil, übrigens ein ganz großer Teil, der Wertschöpfung der heutigen Agenturlandschaft irgendwo anders hin. Darüber soll man sich mal bitte im Klaren sein. Mediaagenturen machen zurzeit mit ihrem mit ihrer Einkaufsgruppierung, sage ich jetzt mal, 40% der Wertschöpfung in der Agenturlandschaft aus. An diesen 40% wird sich was verändern. Und das wird möglicherweise zu Leuten gehen,
die hier mit auf dem Panel sitzen. So, also das heißt, da wird ganz viel Wert aus der Wertschöpfung raus. Und das Erste ist Kreation und Planung. Das muss sich auch verändern, weil im Moment sind Kreation und Planung extrem angebotsorientiert und nicht mehr nachfrageorientiert. Das ist ein Push-Modell. Und wir müssen zu einem Pull-Modell, weil die Menschen da draußen haben keinen Bock mehr auf nervige Werbung, ganz einfach. Und deswegen muss sich auch Kreation und Planung verändern. Und was sich da verändern wird, ist auch der Charakter der Kampagne. Wir werden nicht mehr die Big Bang großen Kampagnen haben. Und das ist das Ding mit Tina Müller. Ja, gut, sie hat da Dinge verändert und umparken im Kopf. Aber was dann passiert ist, ist, es fiel in sich zusammen, weil es nicht weiterverfolgt wurde. Ich habe gestern Abend Google TV-Spot gesehen für Pixel. Pixel, wie heißt das neue Phone von denen? Pixel. Google Phone, ja, toller TV-Spot. Ich sage ja nichts gegen tolle TV-Spots, ja. Hervorragende TV-Spots, die wird es auch weiterhin geben, sage ich ja gar nicht. Aber es werden sich strukturell Dinge verändern und das ist, worauf wir auch als C3 die Wette abgesetzt haben. Sorry, aber da sind wir ja alle. Ich bin fertig mit dem. Da sind wir ja alle bei. Das ist ja schön. Da sind wir aber alle bei. Sabine, ja. Bei dir rumort's auch, schön. Wie bitte? Bei dir rumort's auch. Auf der bei mir rumort's auch, weil letztendlich haben wir da ja überhaupt keinen Dissens. Und zwar alle, wie wir hier sitzen. Na, ist schade, ne? Da muss ich der Markus nochmal neue Fragen ausdenken. Ich glaube, die Thematik, ich bin nicht fest von überzeugt, Algorithmen übernehmen stärkere Parts von Mediaplanung, werden wir alle einen Haken hintermachen. Dass sie die Mediaplanung voll übernehmen, glaube ich nicht. Die Thematik Agenturen in neuer Rolle und Gestalt, ja sicher, da sind sie ja auch gerade dabei. Agenturen werden immer stärker auch neben der beratenden und Media-Einkaufsthematik sicherlich auch stärker Kommunikationsberater. Inwiefern Mediaagenturen mit Kreativagenturen enger verschmelzen werden, I don't know, ist ja sicherlich ein Aspekt, der hinzukommt. Ja. Und last but not least, Kreation und Planung wachsen zusammen. Ja, das sehen wir auch. Also das ist ja letztendlich auch etwas, was Sie merken in Ihrem Geschäft, weil sonst würden wir in Content Marketing nicht einen CAGR von 13% über die nächsten 4 Jahre als Prognose für Deutschland haben. Aber ich glaube eben, der Aspekt ist, neben der ganzen Komplexität, dass man ein bisschen wegkommen muss von diesen Plattitüden, nervige TV-Werbung, nervige Werbung generell im Netz. Gucken wir uns die Rewe-Spots an, die Jung von Matt gemacht hat, Ende des Jahres. Das waren wunderbar gemachte, fast Kurzgeschichten. Auf der anderen Seite haben wir Spots, also es gibt sehr viele Kunden, die bei uns inzwischen wieder Longspots buchen, 90 Sekunden. Gucken Sie sich das Revival von BMW an, jetzt nach den 15, ja, Herr Baron, nicht über Pilot, aber über einen anderen Partner. Und auf der anderen Seite haben wir einen Aspekt, dass wir sehen, dass in den letzten 4 Jahren bei den ganzen Spots, die bei uns reinkommen, ist immer stärker von 30 auf 20 Sekunden gehen, weil der Konsument in der Regel nicht länger als 15 Sekunden Bewegbild folgt, wenn es tatsächlich in der Customer Journey letztendlich dann ausgespielt wird, wenn er nicht im Leanback-Modus ist. Das sind alles Aspekte, die man berücksichtigen muss und wo es einfach nicht so einfach zu sagen ist, wir schalten TV ab, digital übernimmt alles, am besten noch über Algorithmen und der ROI auf Branding ist übrigens auch nicht mehr wichtig, weil es geht nur noch um CPOs, also Cost per Order pro Quartal und so steuert man das aus. Das wird nicht funktionieren, also davon bin ich fest überzeugt. Herr Bader, wollten Sie doch? Nein? Dann kommen wir zum dritten. Doch, einen Satz noch, weil es geht ja nochmal, ob die Agenturen jetzt ausbluten oder einfach an Umsätze verlieren. Also das war in der Vergangenheit überhaupt nicht der Fall, sondern wir reden ja nicht von einem Angebot, was heißt Mediaplanung, Mediaeinkauf. So, man muss ja im Grunde den Markt komplett anders definieren. Wir reden über Marketing Services und der Markt für Marketing Services, der steigt in den nächsten Jahren brutal. So, und warum tummeln sich im Grunde Unternehmen wie Adobe, Deloitte, warum kommen die alle rein? Weil es ein Riesenmarkt ist und sie natürlich auch die Skills dort haben, ja? Gerade wenn es um das Thema Daten geht. Ich glaube auch nicht, der Markt wird nicht komplett über Algorithmen regiert, wenn ich heute Morgen eine Headline gefunden habe, die fand ich echt klasse. Da geht es um das Pentagon-Programm, die haben auch so ein Artificial Intelligence-Programm. Robots that could kill on their own. Robots that could kill on their own. Also es wird ja immer gesagt, Google wird im Grunde unsere Branche killen. Also so wie das Pentagon da jetzt intelligente Roboter entwickelt. Nee, das wird nicht passieren. Auch wenn man natürlich auch so ein Unternehmen wie Google sehr ernst nehmen muss, weil sie auch in Modelings, in Attribution, in 360 Communication Modelings investieren. Ja, aber es ist ein Riesenmarkt. Communication Modeling, Effectiveness Modeling ist ein Riesensegment. Es ist wachsend. Warum? Natürlich, weil jeder wissen möchte, wo investiere ich?
wo, wie und mit welchem Erfolg. Und da spielen wir die gleiche Rolle wie in Deloitte. Ja, verstanden. Ich werde Sie auf der Rolle aber gleich nochmal grillen. Bevor wir das tun, kommen wir zum Zwischenhoch, nämlich zu dem Thema Datenplattformen übernehmen die Herrschaft. Mediaagenturen werden irrelevant. Die Antworten von Ihrer Seite haben wir schon gehört, aber Ihre Antwort haben wir noch nicht so richtig gehört. Herr Feist, wenn man die Presse sieht, Sie als Angreifer der Medienagenturen, ich zitiere Horizont, SAP spricht Medienagenturen Existenzberechtigung ab. Sie dementieren, unsere Arbeit richtet sich nicht gegen Mediaagenturen. Jetzt sehe ich, dass sich der eine böse Bube, wenn ich das so sagen darf, mit dem anderen bösen Buben heute schon mal vereint hat, nämlich Blackwood 7, der nächste, der hier für Aufruhr sorgt, und SAP gemeinsam den Markt aufrühren wollen, so eine Art Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die sich da zusammentun, um hier mal richtige Rebellion zu machen. Ist das so? Werden Sie mit der SAP Media Exchange Ihren Kunden künftig mediengattungsübergreifend eine Buchung ermöglichen? Wollen Sie dann wirklich die Werbeagenturen aushebeln oder gilt Ihr Dementi? Wer hat recht, das Horizont oder Sie? Der Horizont oder Sie? Also es ist so, dass... Und dann können Sie kurz nochmal sagen, was die Media Exchange macht für das Publikum. Also ist im Grunde ein Marktplatz, was Angebot und Nachfrage zusammenbringt, genauso wie wir es in anderen Bereichen mit unserer Riba-Einkaufsplattform auch machen, wo alle möglichen Güter, das sind glaube ich 1000 Milliarden Transaktionsvolumen, größer wie eBay, Amazon und Alibaba zusammen, nur halt im B2B-Bereich, wo alles Mögliche gehandelt wird. Und die sozusagen offene Kategorie war jetzt noch Medien, das ergänzen wir jetzt und wir verbinden das sozusagen mit den Firmensystemen, um einen durchgängigen Prozess zu ermöglichen, eine Datennutzung zu ermöglichen und helfen so allen Parteien ihren Job besser zu machen, so wie wir es in allen anderen Industrien auch schon gemacht haben. Also im Grunde genommen kann man sagen, ja, es mag vielleicht revolutionär hier klingen, aber ist ein Stück weit Brot- und Buttergeschäft der SAP, wie wir es in den letzten 40 Jahren mit allen Industrien, allen anderen Funktionen auch schon gemacht haben. Ich würde eigentlich sagen Late Mover, weil im Grunde alle ihre großen Konkurrenten sind ja schon mit drin. Ja, in dem Business. Vielleicht auch mal, wir arbeiten ja auch mit SAP zusammen, also ja. Die Pilotgruppe und dem Mercury-Buchungssystem. Ja. Und da ist natürlich SAP ein wertvoller Partner, ja. Weil da nämlich Skills existieren, die in der Agentur so nicht existieren. Also, was wir sehen ist, heute gibt es ganz viele Einzeltools in dem Werbebereich und die sozusagen Firmeninfrastruktur, die ist davon total entkoppelt. Klar gibt es natürlich manuelle Möglichkeiten, Daten rein- und rauszuladen, aber das ist nicht systematisch etabliert. Man hat einfach einen Bruch, so wie es, glaube ich, in kaum einem Bereich einen Bruch gibt. Selbst im Logistikbereich gibt es eine Verbindung zwischen den Herstellern und ihren Logistikdienstleistern, dann werden Aufträge weitergegeben. Da gibt es seit, weiß ich, zig Jahren elektronischen Datenaustausch, es gibt auch eine Menge Standards, EDI, was weiß ich alles, was in SAP abgebildet wird. Aber hier in dem Bereich haben wir sozusagen Silos, und unser Ziel ist es, diese Silos niederzureißen, die Verbindung herzustellen und auch den Job der Agenturen und der Marktbeteiligten einfacher zu machen. Und natürlich jetzt im Rahmen sozusagen der besseren Leistungsfähigkeit der Plattformen kommen natürlich auch mehr Intelligenz, mehr Algorithmen rein. Das ist aber ein ganz natürlicher Prozess, wo eben die Verfahren und Methoden immer ausgereifter werden auf Basis einer Datenstruktur. Aber, und da muss ich Sie enttäuschen, noch ist sozusagen das menschliche Gehirn, insbesondere was Kreativität angeht, jedem Computer überlegen. Deshalb braucht es auch weiter den Menschen und Beratungsbedarf. Man braucht auch immer noch, weil nicht alles automatisierbar ist, auch wenn es der Wunschtraum ist, braucht Serviceleistungen. Und von daher gesehen ist meine Meinung, dass Agenturen nach wie vor gebraucht werden oder vielleicht in dieser noch immer komplexeren Welt immer mehr gebraucht werden, aber eben in einem modernen Zuschnitt, wo sie transparent sind, wo sie
wo sie Berater sind, wo sie Dienstleister sind. Das Frage des Medieneinkaufs mag der eine Werbetreibende so, der andere so beantworten. Wir sind da neutral, wir folgen einfach dem Wunsch der Kunden, weil wir liefern die Infrastruktur, wir liefern die sozusagen Prozessintegration. Und was der einzelne Kunde daraus macht, das ist ihm überlassen. Ich hätte ein bisschen mehr Rebellion erwartet, ehrlich gesagt. Gregor. Ja, also wir bei C3 sehen in der Kombination aus Betriebswirtschaftssystem, einem automatisierten Marktplatz und einem Performanceversprechen schon eine durchaus potenziell disruptive Veränderung in der ganzen Landschaft. Und wie gesagt, auch hier nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass es Maschinen den ganzen Job erledigen können, aber Maschinen können schon bestimmte Teile einer Wertschöpfung durchaus massiv verändern. Und das sehe ich in der Kombination schon. Ich meine, das ist ja, wenn man so möchte, der nasse Traum eines jeden CFO. Also ich steuere vom Budget bis hinten zur Sales-Wirkung das gesamte Ding einmal durch. Also wir wollen vielleicht alle hoffen, dass es nicht dahin kommt, aber wir bei C3 stellen uns durchaus auch der Herausforderung und Frage, dass auch das, was wir tun, möglicherweise irgendwann mal auch durch diese Schleife durchgeht, weil irgendwann wird es gefragt werden und wird ja schon gefragt, was leistet das eigentlich, was kommt da hinten raus, wie viel stecke ich rein, was kommt raus. Und die Frage ist auch, wo grenze ich oder wie weit möchte ich springen? Jetzt, wenn ich jetzt mal vergleiche, IBM Interactive X, diese Interactive Unit, die IBM vor kurzem ins Leben gerufen hat und jetzt mal SAP. Wie bitte? Zu leise, zu laut? Diese beiden Companies mal gegeneinander abgeglichen. SAP kommt eher von der Infrastrukturseite, Datenmanagementseite mit Heiner. So, IBM geht im Grunde einen anderen Weg. Die haben dieses Thema Data Management eigentlich abgehakt, Infrastruktur, und gehen wesentlich stärker in das Thema Beratung mit rein. So, natürlich besteht die Gefahr, wenn SAP irgendwann sagt, jetzt haben wir die Infrastruktur, wir haben das Businessmodell verstanden und wir gehen die nächste Stufe und fangen an, oder wie Adobe, auch in Content-Lösungen zu investieren, was ja Adobe sehr gut macht. Und IBM Richtung Watson, Artificial Intelligence, anfängt Optimierung zu betreiben. Klar, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, der Markt hat immer Herausforderungen. Es ist einfach ein Prozess und was natürlich ein bisschen unfair ist, aber da kann man nicht drüber, das ist nun mal die Welt, wie sie ist. Da stehen 20.000 Entwickler auf der einen Seite, bei den Googles, bei den SAPs, bei wem auch immer, gegen einem, ich sag mal, eben nicht so stark technisierten Service-Level auf der anderen Seite, also sprich, wenn wir von den Agenturen dort reden, weil ich halte es für Schwachsinn, mit 20.000 Engineers zu konkurrieren, das funktioniert einfach nicht. Aber da befindet sich der Markt einfach in der Veränderung, das müssen wir aber akzeptieren. Ja? Wie das ausgehen wird, das Spiel, who knows? Da bin ich bei Ihnen. Herr Storch, in der Vorbereitung hatten Sie gesagt, schöner Satz, die Zitat, Copyright liegt bei Ihnen, rein datengetrieben hätte Picasso nie Guernica gemalt. Schöner Satz, Kreativität sozusagen. Wo bleibt die eigentlich? Was ist Ihr Blick auf das Thema datengetriebenes Media-Buying und KPI-getriebenes? Dieses Szenario von der Traum eines jeden CFO von vorne bis hinten durchgesteuert. Ist das der Traum Ihres CFO? Ja, zweites Teil. Natürlich werden wir, weil wir Media immer teurer wird, also der Kontakt wird immer teurer zu erreichen durch die Fragmentierung. Also werden wir gezwungen, viel effizienter, weil wir effektiver dann werden müssen, uns an Marktplätzen zu beteiligen und über Marktplätze nachzudenken. Ich glaube, der Weg führt dahin, dass wir technische, interessante Möglichkeiten ausnutzen und versuchen dort, diese Vielfältigkeit dieser Marktplätze zu optimieren. Und je größer der Marktplatz ist, umso besser die effizienten Strukturen der Anknüpfung in den Marktplätzen funktionieren, werden die besser funktionieren. Nur der Marktplatz bringt Menschen oder Produkte und Service zusammen. Am Schluss muss dann trotzdem noch entschieden werden, wie es funktionieren kann. Und ich glaube an ein gewisses Maß an eine Vereinfachung durch Algorithmen. Nur ich glaube nach wie vor daran, dass die Kreativität in Mediaplänen von Menschen gesteuert wird, von großen Ideen, von Veränderungen. Die müssen nur ihre Tools besser bearbeiten. Wenn man früher mit einem Meißel in einem Bergwerk war, heute hat man ganz andere Schweizer Maschinen, die den Berg im Gotthard schnell durchgraben können. Es wäre Schwachsinn zu sagen, wir müssten weiter den Meißel benutzen. Nur was ich nicht verstehe, dass Medienagenturen
konkurrieren wollen mit den 20.000 Entwicklern auf der anderen Seite, sondern sie sollten sich konzentrieren, die Systeme zu verstehen, und reich geworden sind eigentlich die SAP-Berater. Ja, gut, schöner Satz. Wir kommen leider schon zur Schlussrunde. Bevor wir das tun, schaue ich mal eben schnell ins Publikum, soweit ich es sehen kann bei der Beleuchtung. Gibt es Fragen, die Sie diesem Panel stellen wollen? So oft hat man nicht die Chance, die ganze Palette hier zu sehen. Ich sehe niemand. Von dir hätte ich eine Frage erwartet, Andreas, aber das sprengt den Rahmen. So wie es der andere Lausbub hier in der Thematik. Gut, dann kommen wir mal zur Schlussrunde, nämlich was ist eigentlich die Rolle der Agenturen? Vielleicht kann jeder kurz, wir haben noch 6 Minuten, jeder kurz sagen, was wird eigentlich die Agentur der Zukunft sein, welche Rolle spielt sie und wie wird sie in dem Ökosystem Media ihren Platz finden? Sabine, willst du anfangen? Vom Media Planning stärker hin zum strategischen Kommunikationsberater für Kunden und weiterhin im Sinne des Kunden einzukaufen und zu agieren, was sie jetzt auch schon tun. Danke. Gregor. Ja, also erstens mal, die klassische Agentur gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Es gibt nicht mehr die klassische Media-Agentur, die klassische Kreativagentur. Diese Agenturen haben sich alle verändert über die letzten Jahre durch Zukäufe und so weiter. Der entscheidende Punkt ist, schaffen Sie es, die Fähigkeiten, die Sie nun alle beieinander haben, integriert an der Kundenschnittstelle abzuliefern. Und dem Kunden tatsächlich genau das zu liefern, was er für die bestimmte Kampagne, das bestimmte Produkt, den bestimmten Zweck braucht. Und das wird komplexer und schwieriger. Und die Agentur der Zukunft und der Gewinner der Zukunft wird in der Lage sein, an der Kundenschnittstelle genau das passgenau abzuliefern. Und dazu gehört natürlich sehr viel strategische und beratende Kompetenz, aber dazu gehört auch tiefe Technologiekompetenz. Und nach wie vor bleibt im Herzen immer das Kreative, ja, das uns unterscheidet von allem anderen. Also unsere DNA ist Content und Kreativität und die dürfen wir auch nie aufgeben. Gut, also ohne jetzt das zu stark wiederholen zu wollen, ich sehe im Grunde genommen 2 Rollen. Das eine ist sozusagen der Managementberater für Medien, der spezialisierte Berater, der eben die von der Strategie, der Markenführung bis hin sozusagen auch zum Systembebauungsplan seinen Kunden unterstützt. Und auf der anderen Seite der Service-Dienstleister, der eben die Dinge, die manuell zu tun sind oder auch systembezogen zu tun sind, abdeckt und somit sozusagen effizient den Marketingbereich unterstützt, der diesen Headcount und diese Kompetenz nicht in-house aufbauen will. Die Rolle, die verschwinden wird, aus meiner Sicht, ist die Rolle sozusagen des Händlers für Werbefläche, weil das wird über kurz oder lang wird das von Systemen übernommen und in transparenten Märkten dann überflüssig. Ui. Weil ich glaube, an der Handelsfunktion wird sich nichts, das wird weiterhin relevant sein. Und weil ich glaube, es ist ein Irrglaube im Digitalbereich, dass es alles Open Exchange sein wird. Auch da wird Größe eine relevante Einflussgröße, also Größe der Nachfrage wird relevant sein, was das Pricing anbelangt. Also eine Mediaagentur wird weiterhin der Aggregator sein von Nachfrage. Natürlich wesentlich stärker aufbauend auf Prozessen, auf Tools, auf Daten, aber last but not least, und deswegen, es geht immer um Ergebnis, um Resultate. Aber wenn ich da einhaken darf, ja. Volumen und Bündelung heißt doch auch, man kauft viel ein und das muss man dann auch wieder beim Kunden loswerden. Widerspricht das nicht dem Thema, dass ich eigentlich dass es nicht um Reach geht, sondern wirklich um Relevanz, sodass die Leute nicht beim Werbespot abschalten oder dass sie Adblocker anschalten, weil das sollte ja nicht der Fall sein. Das hat nichts zu tun. Reach und Relevanz hat erstmal nichts mit, das sind nämlich 2 ganz unterschiedliche Schuhe. Aber lass mich gerade nochmal, es ging um die Frage, welche Rolle spielt die Agentur in der Zukunft? Markenberater, ja. Kommunikationsberater, ja. Technologie, Versteher, ja. Aber letztlich darum, wie kann ich die Investments der Kunden bestmöglichst in den Medien platzieren, um einen nachvollziehbaren, messbaren ROI zu realisieren. Das ist für mich eigentlich so die Topline von der Mediaagentur und jemand, der diese Komplexität in diesem Markt managt. Die Medienagenturen werden sich verändern, was sie auch schon tun, aber sie werden trotzdem auch an der Seite der
der Kunden auch Bündelungen vornehmen. Die Illusion, dass wir komplett transparente Märkte haben, die möchte ich ja selbst als ein großer Nachfrager von Märkten gar nicht haben. Dem widerspreche ich ja ausdrücklich. Ich möchte ja, wenn ich viel bündel, nicht den gleichen Preis bezahlen wie der Herr Baron, der nur eine ganz kleine Zeitung in seinem Taunus herausgibt und Werbung schaltet. Das wäre ein Paradoxum. Also grundsätzlich muss sich auch Größe nach wie vor auch in der programmatischen Welt lohnen. Aber ich brauche eine Werbeagentur oder eine Kreativagentur, Medienagentur, um eben auch die Frau vom Herrn Engler zu überzeugen, dass sie mich liebt und meine Produkte. Und dann müssen wir natürlich besser werden. Wie? Das müssen wir sehen. Gut, erstmal vielen Dank. Danke an Sabine, danke an die Herren. Sie haben das komplexe Thema, finde ich, sehr klar, mit klaren Überschriften in der kurzen Zeit uns näher gebracht. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich würde gerne mal mit Picasso schließen, weil mich das sehr mitgenommen hat. Als er vor 100 Jahren hat er sich ja entschlossen, die klassische Perspektive, die von nur einem bestimmten Blickpunkt ausging, bis dahin hat man eben perspektivisch gemalt, hat er sich verabschiedet und hat die Grenze überschritten, als er die Gegenstände in geometrische Formen zersplitterte und aus beliebigen Perspektiven gleichzeitig darstellte. Und das war eigentlich der entscheidende Schritt zur sogenannten Moderne vor 100 Jahren. Ich glaube, dass es genau das in der Welt der Mediaagenturen passiert ist oder gerade passiert. Das heißt, wir sind eigentlich mittendrin in der Moderne der Mediaagenturen. Insofern Dank an Picasso, der uns vor 100 Jahren den Weg gezeigt hat. Dank an ihn und danke, dass Sie mir Picasso näher gebracht haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Schöne Medientage noch und schön, dass Sie so lange bei uns waren. Dankeschön.